Damit rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 11, 12 und 67. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD zu Straßenausbaubeiträgen mit der dritten Lesung des dringlichen Gesetzes. Bitte. Ja, das würde ich noch versuchen, Herr Kollege Bellino, aber ich weiß nicht, ob es von Erfolg gekrönt sein wird. Mit der dritten Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE, Aufhebung von Straßenausbaubeiträgen, mit der Beschlussempfehlung und dem Bericht des Innenausschusses zum Dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten, Selbstverwaltung achten und so weiter und so fort. Zunächst einmal würde ich davon ausgehen, ich sehe ihn allerdings nicht, dass wir die Berichterstattung machen. Ah, Kollege Frömmrich. Kollege Frömmrich, ich sehe ihn. Er holt die Berichte und die Berichterstattung. Und das haben Sie wie immer sehr klug im Innenausschuss gelöst, denn er berichtet zu allen drei Punkten. Zur dritten Lesung der Fraktion der SPD, zur dritten Lesung der Fraktion DIE LINKE. Stimmt es nicht? Doch. Und nicht zu dem dringlichen Antrag? Also hier steht doch. Nee. Also nur eine ordinäre Beschlussempfehlung. Bitte, Jürgen Frömmrich. Herr Präsident, vielen Dank. Ich berichte zum Gesetz zur Aufhebung von Straßenbeiträgen in den hessischen Kommunen, Drucksache 20-1070 zu Drucksache 20-105 neu. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Dann berichte ich zum Gesetz zur vollständigen Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen, Drucksache 20-1069 zu Drucksache 20-64. Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. Ja, herzlichen Dank, Herr Kollege Frömmrich, für die Berichterstattung. Damit ist die Aussprache offen. Als erster Redner spricht Günter Rudolph für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön. Wir haben vereinbart 7,5 Minuten. Herr Präsident, doch so lang, meine sehr verehrten Damen und Herren. In der Tat, dritte Lesung der beiden Gesetzentwürfe von SPD-Fraktion und Fraktion DIE LINKE zur Abschaffung, zwar zur vollständigen Abschaffung der Straßenbeiträge. Meine sehr verehrten Damen und Herren, da sitzen wieder Vertreter von Bürgerinitiativen. Wir haben mittlerweile über 70 Bürgerinitiativen. Früher fanden ja gerade die Grünen die Bürgerinitiativen gut und wichtig. Man hat auch auf die Meinung gehört. Das hat sich ein bisschen geändert im Laufe der Zeit, weil die Bürgerinitiativen vertreten Positionen, wo die Grünen sagen, sehen wir gar nicht ein, dass etwas geändert werden muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Anhörung in diesem Plenarsaal durchgeführt. Fast 100% haben gesagt, ja, Straßenbeiträge müssen abgeschafft werden, sind unsozial, belasten die Bürger. Wir haben unzählige Resolutionen von Kommunen, von Städten und Gemeinden bekommen und auch unzählige Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern. Es gibt Petitionen zu dem Thema. Wenn man sich dann hier und heute noch hinstellt und sagt, die bisherige Rechtslage hätte sich bewährt, wer das behauptet, der muss mit geschlossenen Augen durch die offenen Straßen gehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Weil insbesondere auch die CDU, die Grünen sind bei dem Thema Straßenbeiträge und so nicht so ländlicher Raum, nicht so ganz affin. Aber normalerweise CDU-Gemeindevertreter, Stadtverordnete müssen das ja eigentlich auch mitkriegen, dass es da Diskussionen vor Ort gibt. Und Sie behaupten ja immer, diese Regelung, die es seit ein paar Jahren gibt, die Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen sei die Lösung. Na ja, in Langen abgeschafft, in Neuansbach, im Heimatort des Kollegen Bellinos abgeschafft. Kann nicht so gut sein. Diskutiert wird in Hungen, in den Städten Firnheim, Weiderstadt, Nidda. Nidda, Sie wissen, habe ich wiederholt gesagt, Wohnort, Sitz der Europaministerin. Ihr Mann ist da kommunalpolitisch tätig, fordert die Abschaffung von Straßenbeiträgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Sie können sich ja nicht ernsthaft hinstellen und sagen, dieses Gesetz hat sich bewährt. Das ist doch ignorant und arrogant. Und deswegen letzte Chance für heute, Herr Hoffmann, weil Sie sagen, es stimmt nicht. Herr Hoffmann, wenn das so toll wäre, das, was Sie als Gesetz beschlossen haben, Sie nicht, aber Ihre Vorgänger, dann würde es nicht diese Massenbewegung geben, Straßenbeiträge abzuschaffen. Abzuschaffen. Und dass Sie, Herr Kaufmann, bisher noch nicht besonders aufgefallen sind, für den ländlichen Raum sich einzusetzen, ist bekannt. Das hat Ihr Zwischenruf eben deutlich gemacht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und was ist die Position der CDU in Thüringen?
hat die CDU-Fraktion jetzt, sie will sogar eine Unterschriftenaktion, also früher, ja, das kennen Sie in Hessen aus einem anderen Grund, also eine Unterschriftenaktion zur Abschaffung der Straßenbeiträge, meine sehr verehrten Damen und Herren. In vielen Bundesländern wird das gemacht, nur im Bundesland Hessen nicht, weil augenscheinlich die GRÜNEN es wollen und die CDU nicht den Mumm in den Knochen hat, zu sagen, Straßenausbaubeiträge sind für den ländlichen Raum schädlich, gehören abgeschafft. Die CDU kann sich gegen die GRÜNEN, die Großstadtpartei, an der Stelle nicht durchsetzen. Völlig falsches Signal. Und der Innenminister hat in der Debatte im letzten Plenum, und das macht er ja öfters, gesagt, die Finanzsituation der Kommunen ist eigentlich toll. Ich glaube, für das Jahr 2018 haben wir gesagt, 1 Milliarde plus. Ja, es gab jetzt ein, zwei Jahre, wo die Kommunen einen Haushaltsüberschuss erwirtschaftet haben, nachdem sie mehrere Jahre ein dickes Defizit gemacht haben und im Saldo, wenn Sie das auf 10 Jahre umrechnen, zurückrechnen, die Kommunen immer noch ein dickes Defizit haben. Das belegt ja auch der Hessenkredit, Hessenkasse, weil die Kommunen die Ausgaben nicht mehr decken können. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, beantragen wir zu unserem Gesetzentwurf, wie angekündigt, namentliche Abstimmung, damit dann insbesondere auch die CDU-Vertreter vor Ort nicht dieses Spiel mehr machen können, dieses ziemlich miese Spiel. Ich bin ja eigentlich dafür, vor Ort resolutionieren das zum Teil sogar mit. Und in Wiesbaden, ja, wir sind ja an die Koalitionsabsprache gebunden. Nein, dass Frau Arnold und andere Ross und Reiter benennen müssen vor Ort, und die müssen gerade stehen. Wenn Sie heute die Ablehnung unseres Gesetzentwurfs manifestieren, sind Sie für die Beibehaltung der Straßenbeiträge, Sie sind für die weitere Belastung der Bürgerinnen und Bürger. Das muss im Protokoll des Landtages stehen, und das müssen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort wissen. Das lassen wir Ihnen jedenfalls nicht mehr durchgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dass man auch klug genug sein kann, Positionen zu verändern, sehen wir an der FDP. Ein anderer Weg, das lasse ich jetzt einmal außen vor, aber Herr Kern sagt auch die FDP, die Kommunen brauchen eine finanzielle Unterstützung durch das Land, und das ist der richtige Ansatz. Zweckgebundene Mittel einsetzen für die Sanierung von Straßen, weil Straßenbeiträge ist ein Relikt aus früheren Jahren und ist insbesondere für den ländlichen Raum ein Hemmnis, dass auch junge Familien sagen, ich gehe dorthin, übernehme ein Haus, ein Grundstück, weil wenn ich das sanieren muss, fallen hohe Beiträge an, und dann sind wir die Gelackmacher. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, selbst wenn Sie so ein Quark, wird da gesagt, das ist, wissen Sie, die Arroganz der CDU. Sie nehmen nicht mehr die Realität, die Sorgen und Nöte der Menschen wahr. Das ist das eigentlich Verwerfliche an dieser ignoranten, arroganten Haltung. Und deswegen, wenn heute der Gesetzentwurf abgelehnt wird, werden Sie sehen, ob CDU und GRÜNE eine Mehrheit dafür hinkriegen. Haben wir ja auch dafür gesorgt, dass das Parlament ernst genommen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren, und nicht nur Repräsentationstermine, sondern der Landtag ist der Ort, in dem die Entscheidungen zu treffen sind. Und da muss man präsent sein, auch wenn es dem einen oder anderen aus der Regierungskoalition eher schwerfällt, meine sehr verehrten Damen und Herren, selbst wenn Sie den Gesetzentwurf ablehnen. Das geht weiter, die Diskussion. Und wir sagen Ihnen jetzt schon, wir lassen nicht locker. Und das Thema bleibt auf der Agenda. Ich bin sicher, eines Tages werden Straßenbeiträge abgeschafft. Den Zeitraum kann ich Ihnen nicht nennen, aber Sie werden jedenfalls an Ihrer Ablehnung keine Freude haben. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Rudolph. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen ist der Abg. Markus Hofmann. Ja. Ach, Entschuldigung, Herr Hofmann. Herr Hofmann, das war ein Fehler von mir. Herr Schaus ist Antragsteller des anderen Gesetzes. Wenn Sie einverstanden sind und ihm den Vortritt lassen, wäre ich sehr dankbar. Danke schön, Herr Schaus, für den Hinweis. Aber ich habe gar keinen Zettel von Ihnen hier liegen. Hören Sie mal. Oh, das war ja heute Vormittag irgendwann. So ungeheuerlich. Eieieiei. Ja, ich glaube Ihnen das alles. Also, wir verstehen uns so gut, dass Sie auch ohne Zettel reden dürfen. Aber Sie haben einen abgegeben, in der Tat. Bitte schön. Herr Präsident, gemeinsam schaffen wir das. Ne? Genau. Ja. So. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum neunten Mal diskutieren wir nun in diesem Haus in den letzten 2 Jahren über die Straßenbeiträge. Und ich muss ehrlich gestehen, ja, also neue Argumente kenne ich in dieser Debatte jetzt kaum mehr. Also ich weiß, was Herr Bauer nachher sagen wird. Deswegen werde ich da vorher schon darauf eingehen.
Und es wird wieder so sein, wie es in den letzten Diskussionen auch war. Die Koalition wird starrsinnig, wie sie ist in dieser Frage, letztendlich wieder dagegen sein. Aber dennoch will ich Ihnen nicht ersparen, auch das ist eine Wiederholung, sage ich mal an dieser Stelle, Sie zumindest einmal zu konfrontieren mit zwei Aussagen von anderen CDU-Fraktionen, die die Straßenbeiträge abgeschafft haben. Wir wissen, mittlerweile gibt es in 9 Bundesländern keine Straßenbeiträge mehr. Und es wäre schön, Hessen wäre das 10. Bundesland. Ich habe hier den Flyer, von der CDU Berlin. Und deswegen will ich daraus zitieren. Da heißt es, Abzocke gestoppt, Versprechen gehalten. Auf Druck der Berliner CDU wird das Straßenausbaubeitragsgesetz wieder abgeschafft. So, bravo. Mit der Abschaffung des Straßenausbaubeitragsgesetzes gibt es nun wieder klare Verhältnisse. Der Staat sorgt eigenständig für seine Infrastruktur. Das Gesetz stellt den untauglichen Versuch dar, die Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Straßen zu weiten Teilen auf die Gruppe von Eigentums- und Grundstücksbesitzern abzuwälzen. Damit ist nun Schluss. Ja, beispielhaft sollte das sein für die hessische CDU. Das ist schon ein paar Jahre her, und die CDU rühmt sich ja da. Das muss schon ein paar Jahre her sein in Berlin, dass sie noch in der Koalition war zu diesem Zeitpunkt, als es abgeschafft wurde. Also insofern, das ist schon länger her. So, ein neueres Flugblatt gibt es in Thüringen. Und da will ich auch daraus zitieren, wenn ich darf, Herr Präsident. Da heißt es, durch die gute wirtschaftliche Entwicklung in ganz Deutschland konnte auch der Freistaat Thüringen Rücklagen bilden. Dieses Geld haben die Menschen in Thüringen mit ihrer Arbeit erwirtschaftet. Es ist gerecht, ihnen davon einen Teil zurückzugeben und eine große Ungerechtigkeit zu beseitigen. Eine große Ungerechtigkeit, Herr Bauer, haben Sie es gehört? Deshalb setzen wir uns für die Rückzahlung der geleisteten Beiträge ein, ohne Stichtag und in rechtssicherer Form. Ich könnte Ihnen gerne Bravo, sage ich da nur an der Stelle. So. Also das sind nur zwei Auszüge, wo die CDU in anderen Bundesländern ganz klar zu anderen Ergebnissen kommt. Und weil ich ja die Argumente kenne, wir haben sie ja rauf und runter diskutiert hier in vielen Diskussionen, Anhörungen im Innenausschuss und so weiter, will ich nur noch einmal darauf hinweisen. Es ist richtig, etwa 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Hessen trifft das nicht mehr. Die leben in Gemeinden, wo es keine Straßenbeiträge mehr gibt. 3 Millionen, und das sind aber die kleineren Kommunen, das sind die ländlich strukturierten Kommunen, das sind die, die auch viel und lange Gemeindestraßen haben, die sind nach wie vor davon betroffen. Und insofern haben wir hier in der Tat eine Situation unterschiedlicher Behandlung im Verhältnis der Städte zu den Ländern, unterschiedlicher Behandlung im Verhältnis der reichen Kommunen zu den etwas ärmeren Kommunen. Insofern sollten Sie nach wie vor darüber nachdenken. Nun wird gesagt, na ja, wir haben ja die wiederkehrenden Straßenbeiträge, und da können ja die Kommunen sehr flexibel damit umgehen und können sich auch selbst entscheiden, wie sie das sozusagen mit, ich sage jetzt mal, Ratenzahlung und so weiter alles vereinbaren. Unabhängig davon, dass bei wiederkehrenden Straßenbeiträgen immer noch Beiträge gezahlt werden von den Bürgern, auch wenn sie auf mehr verteilt sind und niedriger verteilt sind, will ich nochmals, auch diese Diskussion hatten wir im letzten Jahr, auch schon einmal darauf hinweisen, auf einen Artikel vom 23. Mai 2018 im Darmstädter Echo. Und da wird nämlich Folgendes mitgeteilt. Ich zitiere. Die wiederkehrenden Straßenbeiträge haben Auswirkungen, mit denen kaum einer gerechnet hat. So werden nun auch gemeinnützige Vereine zur Kasse gebeten, die in den Abrechnungsgebieten mit ihren Plätzen, Hallen und Vereinsheimen liegen. Für die Vereine ist dies zum Teil existenzbedrohend. Und dann wird am Beispiel von Funkstadt wird das noch einmal dargestellt. Ich zitiere noch einmal. So müssen pro Jahr z.B. der FTG Funkstadt 5.180 €, der Reit- und Fahrverein Funkstadt 3.846 € und der VDH rund 2.700 €.
und so weiter bezahlen. Mit 22.240 € liegt in diesem Ranking der TSV Funkstadt an der Spitze. Insgesamt haben die Funkstädter Vereine mit eigenem Gelände, weil darum geht es, und das ist manchmal große Anliegerflächen, deswegen sind die Beträge so hoch, 36.000 € pro Jahr zu bezahlen. So viel zu wiederkehrenden Straßenbeiträgen und das, was Sie auch Vereinen zumuten an diesem Beispiel, das deutlich. Ich glaube nicht, dass das eine soziale und ausgeglichene Politik ist, meine Damen und Herren. Und der letzte Punkt, zu dem ich kommen will, weil viel mehr Zeit habe ich gar nicht mehr, das ist der Spruch mit dem Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung. Der ist ja so etwas von niedlich, sage ich mal. Also die Argumentation, man würde bei der Abschaffung der Straßenbeiträge in die kommunale Selbstverwaltung eingreifen, die ist schon sehr abenteuerlich, sage ich mal, weil da wird ja nichts eingegriffen. So, wir fordern ja, denen Geld zur Verfügung zu stellen, wo sie selber darüber entscheiden, wie sie ihre Ortsstraßen entsprechend sanieren. Aber unter dem Hintergrund, dass die Rückzahlung bei der Rückzahlung der Gewerbesteuerumlage sozusagen, die nicht vollständig erfolgt, sondern von Seiten der Koalition ja eingegriffen wird in die kommunale Selbstverwaltung, indem ihnen ein Großteil dieser Umlage vorenthalten wird. Das ist ein Eingriff, Herr Bauer, in die kommunale Selbstverwaltung par excellence. Ja, also insofern überprüfen Sie mal wenigstens Ihre Argumente. Sehr viel haben Sie ja nicht. Meiner Ansicht nach haben Sie keine. Ich fürchte, es geht aus, wie es ausgehen muss, weil die Starrsinnigkeit innerhalb der Koalition nicht aufzubrechen ist. Ich bedauere das sehr an dieser Stelle. Ich plädiere aber nach wie vor dafür, und ich bin mir sicher, dass mit den Bürgerinitiativen, die sich weiterhin gründen werden und die wir auch unterstützen als Fraktion, das Thema noch nicht gegessen ist. Vielen Dank. Danke schön, Herr Kollege Schaus. Nächster Redner ist jetzt, und ich bedanke mich sehr für Ihre Bereitschaft, zu warten, der Kollege Markus Hofmann für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Repräsentanten der Bürgerinitiativen! Wir diskutieren hier erneut über die Gesetzentwürfe, die zur Abschaffung der bisher gesetzlich geregelten Finanzierung der Straßensanierung durch die Kommunen führen soll. Jetzt in dritter Lesung. Nach langer Anhörung, schriftlich, mündlich, nach intensiver Beratung im Innenausschuss und des Haushaltsausschusses und nach Empfehlung der jeweiligen Ausschüsse, die Gesetzentwürfe abzulehnen. Die antragstellenden Parteien sind in einer komfortablen Situation. Sie können Politik machen, ohne sich über deren sinnvolle und gerechte Finanzierung der Maßnahmen Gedanken zu machen. Offenbar gibt es stille Reserven, von denen das Finanzministerium nichts weiß, nur die SPD, die Linke und die Freien Demokraten. Oder sie sagen uns, woher das Geld denn kommen soll, ohne den Haushalt weiter zu belasten. Sie rechnen ja mit Kosten von derzeit 60 Millionen €. Vielleicht will man es ja machen wie in Mecklenburg-Vorpommern. Dort hat man die Straßenbeiträge abgeschafft. Und die Kosten für das Land werden durch Steuererhöhung finanziert. Ausgerechnet die Grunderwerbsteuer soll man dort erhöhen. Tolle Idee, genau die Steuer anzuheben, mit denen es die Geringverdiener schwer gemacht werden, Grundeigentum zu erwerben. Danke dort an die SPD. Vielleicht gibt es ja auch hier seitens der SPD, der LINKEN und der FDP so kreative Ideen, Steuererhöhungen für alle. Wir in Hessen haben es seit 2018 den Kommunen ermöglicht, selbst zu entscheiden, wie sie die Finanzierung der Sanierung ihrer eigenen Straßen regeln. Und das wird von immer mehr Kommunen umgesetzt, meine Damen und Herren. Die Hessische Landesregierung hat mit Unterstützung der FDP, damals hieß ja noch FDP, mit der letztjährigen Rechtsänderung den Handlungsspielraum für die Kommunen erweitert. Zudem haben wir die Möglichkeiten der Stundung hoher Beiträge so gestaltet, dass es zu keinen Härtefällen kommen muss. Zudem werden wiederkehrende Beiträge finanziell unterstützt. In über 100 Städten und Gemeinden werden keine Straßenbeiträge erhoben oder mehr erhoben.
Seit der Rechtsänderung 2018 haben 69 Kommunen die Straßenbeiträge abgeschafft, wobei in 11 Städten und Gemeinden zuvor wiederkehrende Beiträge erhoben worden sind. In insgesamt 42 Kommunen werden wiederkehrende Beiträge erhoben. Seit März 2018 haben 11 Kommunen von vorher praktizierten Systemen der einmaligen auf wiederkehrende Beiträge umgestellt. Kommunen haben nunmehr auch das Recht, die Finanzierungsformen der Beiträge auszutarieren, meine Damen und Herren. Die Höchstsätze für die Beitragsbemessung in § 11 Absatz 4 KG, also 75% für Anliegerverkehr, 50% für innerörtlichen Durchgangsverkehr, 25% für überörtlichen Durchgangsverkehr, können reduziert werden und damit der Anteil der Anlieger auf ein vor Ort für angemessen gehaltenes Niveau gesetzt werden. Damit wird gleichzeitig vermieden, die Kosten vollständig der Allgemeinheit aufzubürden. Da die Kommunen unterschiedlich aufgestellt sind und stark aufgestellt sind, wird es auch weiterhin unterschiedliche Finanzierungsmodelle geben, und um die eigenen Straßen zu sanieren. Das ist richtig. Noch einmal, kommunale Straßen sind Eigentum der Kommunen. Und die Kommunen sind die Baulastträger, meine Damen und Herren. Baulastträger im Straßenbau ist die Behörde, die für die Unterhaltung einer Straße zuständig ist. Ergo der Bund für Bundesstraßen, das Land für Landesstraßen, der Kreis für Kreisstraßen und die Kommunen für kommunale Straßen. Ja. Das ist jetzt schon meine dritte Rede, und ich habe es schon mehrfach erwähnt. Ich muss es wahrscheinlich immer wieder neu erwähnen, weil es nicht verstanden wird. Die jeweiligen Baulastträger, danke. Die jeweiligen Baulastträger wissen am besten, welche Straße und wie diese Straßen zu sanieren sind. Und das Subsidiaritätsprinzip gebietet dann auch die Verantwortung über deren Finanzierung. Im Kommunalen Aufgabengesetz ist eindeutig beschrieben, wer für die Sanierung seines Eigentums verantwortlich ist. Und zur Verantwortung gehört eben auch die Finanzierung. Vielen Dank. Es sollte nun also wirklich deutlich geworden sein, dass im Sinne der kommunalen Selbstverwaltung und des erweiterten kommunalen Gestaltungsspielraumes durch die Neuregelung eine Bandbreite an Optionen für alle hessischen Kommunen zur Verfügung steht. Der Gesetzentwurf der schwarz-grünen Koalition unter Unterstützung der FDP, wie sie damals hieß, in 2018 hat sich bewährt. Die Kommunen machen das, was sie machen sollen. Sie entwickeln eigene individuelle Regelungen. Die hessischen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und deren Kämmerer haben Handlungsspielraum und nutzen diesen. Es bleibt festzuhalten, Eigentum verpflichtet. Die hessischen Städte und Gemeinden sind im Besitz ihrer kommunalen Straßen und müssen deshalb in ihrer Funktion als Straßenbaulastträger für die Kosten der Sanierung Sorge tragen. Und wie sie dies tun, meine Damen und Herren, dafür haben die Kommunen Handlungsspielraum. Eine individuelle Abschaffung durch die Kommunen ist jetzt schon bereits möglich, und damit ergibt sich für die Hessische Landesregierung keine Erfordernis, die Straßenbeiträge gänzlich abzuschaffen. Herr Rudolph, ich weiß, wahrscheinlich sind Sie in so großer Not, dass Sie schon Ihr Haus und Hof verkaufen mussten, weil Sie schauen ja schon nach neuen Möbeln. Ich habe Sie vorhin blättern sehen in dem Möbelprospekt. Wahrscheinlich, naja, egal. Ja. Ja, ich weiß, war daneben. Aber so daneben hat sich Herr Rudolph auch benommen. Ja, Sie reden hier permanent von Arroganz und spielen sich hier auf. Das ist unmöglich. Herr Rudolph, wer mit dem Finger auf anderen zeigt, zeigt mit mindestens drei Fingern auf sich selbst. Der Haushalts Ausschuss hat sich gegen die Herr Kollege, warten Sie ganz kurz einen Moment. Es ist wirklich eine furchtbare Unruhe im Plenarsaal, und ich bitte Sie, die Aufmerksamkeit, und zwar die ungeteilte Aufmerksamkeit, dem Kollegen Hofmann und damit dem Redner zu schenken. Danke schön. Bitte schön, Sie haben das Wort erneut. Hoch ausgebracht, jetzt muss ich noch mal von vorne anfangen. Entschuldigung. War ein Spaß.
Der Haushaltsausschuss hat sich gegen die Entwürfe entschieden, der Innenausschuss hat sich gegen die Gesetzesentwürfe entschieden, und wir sollten es jetzt bitte auch tun. Vielen Dank. Danke schön, Kollege Hofmann. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Abgeordnete Alexander Bauer. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, werte Gäste auf den Zuschauerrängen! Auch in dritter Lesung darf ich Ihnen für die CDU-Fraktion mitteilen, dass wir den Gesetzentwurf von SPD und den LINKEN ablehnen werden, weil wir der Überzeugung sind, dass wir in Hessen schon jetzt die gesetzlichen Grundlagen dafür haben, dass die Kommunen Straßenausbaubeiträge abschaffen können. Wir haben im Mai 2018 ein Gesetz beschlossen, das es den Kommunen freistellt, ob und in welcher Form sie Straßenausbaubeiträge erheben. Diese Wahlfreiheit wird von kommunaler Seite auch rege genutzt. Über 100 Kommunen haben vor Ort entschieden, dass sie die grundhafte Erneuerung ihrer eigenen Straßen nicht mehr über Beiträge finanzieren. Und somit zahlen heute bereits über 3 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die in diesen Städten und Gemeinden leben, keine Straßenausbaubeiträge mehr. Und wir wollen, dass durchaus noch mehr Städte und Gemeinden dazukommen und sich entscheiden, die Straßenausbaubeiträge abzuschaffen. Wir haben den Weg dazu geebnet, meine Damen und Herren. Und wir stehen auch zu dieser vor gut 18 Monaten damals noch mit Zustimmung der FDP gefundenen wahrlich liberalen Regelung. Und wir stehen im Übrigen auch dazu, dass wir 2016 die Entscheidung getroffen haben, wiederkehrende Straßenausbaubeiträge zu ermöglichen. Diese Beitragsvariante ermöglicht auch eine faire Verteilung der Abgabenlast auf viele Schultern über viele Jahre. Und mittlerweile haben wir auch die Definition der Abrechnungsbezirke vereinfacht und unterstützen die Kommunen auch bei der Umstellung mit entsprechenden Geldmitteln. Damals fand das auch die SPD noch gut und zog mit zahlreichen Werbeveranstaltungen für die Einführung von wiederkehrenden Straßenausbaubeiträgen durchs Hessenland. Im Internet finden sich noch viele Hinweise auf damalige SPD-Veranstaltungen unter dem Titel Zitat, wiederkehrende Straßenbeiträge als Chance zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Besonders ins Auge gesprungen ist mir eine Veranstaltung in meiner Heimatstadt Bürstadt vom Kollegen Warnecke damals unter dem Titel Solidarische Straßenfinanzierung SPD kämpft für die Einführung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge. Mit Blick auf die SPD muss man feststellen, was früher richtig war, ist heute falsch. Damals Heilsmittel, heute Teufelszeug, meine Damen und Herren. Und das Durcheinander mit richtig und falsch produziert Kollege Günter Rudolph auch dann, wenn er im Plenum zum wiederholten Male in der Debatte die Kontroverse der Gemeinde Nidda ins Spiel bringt und diese für seine Argumentation schlicht missbraucht. Er scheut sogar davor nicht zurück, den dort für die CDU kommunalpolitisch engagierten Ehegatten von Frau Ministerin Puttrich als Kronzeuge für seine Interessen zu vereinnahmen. So geschehen in der Debatte am 5. September und auch wiederholt am vergangenen Dienstag. Im Internet findet sich die Pressemitteilung der CDU Nidda vom 17.08.2019 mit der Überschrift, Zitat, CDU Nidda strebt weiter die Abschaffung Straßenausbaubeiträgen an. Zitat Ende. Soweit ist alles richtig. Falsch ist jedoch, welche Fake News Kollege Rudolph daraus macht. Denn schon im ersten Satz wird deutlich, was die CDU Nidda vor Ort eigentlich will. Zitat, die CDU Nidda ist weiter davon überzeugt, dass die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge in der Stadt möglich ist. Die im Haushalt eingeplanten Einnahmen aus der Gebühr können im Wesentlichen durch Gelder des Programms Starke Heimat in der Landesregierung ersetzt werden, schreibt die Union in einer Pressemitteilung. Das ist die Position der CDU Nidda und nicht das, was Sie wollen, meine Damen und Herren. Und das, was vor Ort die CDU Nidda möchte, meine Damen und Herren, das ist jetzt schon möglich. Man kann die Straßenausbaugebühren in Nidda abschaffen. Wir brauchen dazu Ihren Gesetzentwurf einfach nicht, meine Damen und Herren. Und dass die Kommunen die Straßenausbaubeiträge abschaffen können oder zumindest nicht mehr zwingend erheben müssen, wissen Sie doch, Herr Rudolph, als erfahrener Kommunalpolitiker selbst doch am besten. Sie sind seit 1977 Gemeindevertreter in Edermünde und dort auch seit 1982 Fraktionsvorsitzender. Das ist höchst respektabel. Edermünde hatte noch nie Straßenausbaubeiträge. Sie hatten keine Satzung
und nach meiner Kenntnis haben Sie auch keine eingeführt. Wie ist das denn möglich? Nun, die Antwort liegt auf der Hand, weil die Gemeindevertretung vor Ort es so entschieden hat, Herr Kollege Rudolph. Ja, und Sie werden sicherlich auch sagen, wir haben das gemacht, wir haben dort keine Beiträge, weil die Gemeinde Edermünde es sich leisten kann. Und ich sage Ihnen dazu, die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge können sich auch zunehmend mehr Städte und Gemeinden leisten, als es in der Vergangenheit der Fall war. Denn die finanziellen Rahmenbedingungen haben sich allerorts doch spürbar verbessert. Diese Landesregierung hat dafür gesorgt, dass mittlerweile mehr als 97% der Kommunen wieder ausgeglichene Haushalte vorweisen können. Die Hessenkasse hat mit beinahe 5 Milliarden Euro Kassenkredite abgelöst. Und diese Stärkung der kommunalen Ebene wird auch mit dem Programm Starke Heimat Hessen fortgesetzt, in dem weitere 400 Millionen € den Kommunen zugutekommen. Demzufolge erhalten 75% der Kommunen mehr Geld oder jedenfalls nicht weniger Geld als vorher. Und auch für die nordhessische Kommune Edermünde bedeutet dies, dass wir durchaus uns genauer das mal anschauen können. Denn in einer Prognose für 2020 wird deutlich, dass diese kleine Gemeinde statt der bisher gezahlten Gewerbesteuerumlage von rund 89.000 € künftig insgesamt rund 288.000 € erhalten wird, also gut 130.000 € mehr. Und dieses Mehr kommt zustande, weil CDU und Bündnis 90 die Grünen das starke Heimatgesetz gemacht haben. Und es ist schlicht ein Treppenwitz, Herr Kollege Rudolph, dass Sie das ablehnen und vor Ort auch bekämpfen. Wie passt das denn zusammen, meine Damen und Herren? Und leider passt auch nicht zusammen, dass Sie es auch nach 3 Gesetzeslesungen und Ausschussberatungen nicht für nötig befunden haben, die fachliche Kritik an dem SPD-Gesetzentwurf aufzugreifen und begründete Antworten zu liefern. Ich erlaube mir darauf hinzuweisen, dass es sich bei dem Gesetz zur Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen nicht um ein alle Bürger und die Bevölkerung begünstigendes Gesetz handelt, sondern einzig und allein um ein Gesetz zur Entlastung von Grundstückseigentümern. Die parteiunabhängigen Bürgermeister betonen in ihrer Stellungnahme, dass diese Entlastung ausschließlich den Grundstückseigentümern gilt. Und auch Professor Hans-Joachim Driehaus sagt in seiner Stellungnahme, dass bei den Abschaffungen der Straßenausbaubeiträgen es ein Missverhältnis gibt zu den Fragen des städtebaulichen Sanierungsrechts. Ich will Ihnen noch einmal deutlich machen, das Sanierungsrecht ist ein Bundesrecht. Und dieses Bundesrecht sieht vor, dass Sie bei der entsprechenden Sanierung einer Straße in einem Sanierungsgebiet schlicht Ausgleichsbeiträge refinanzieren müssen. Und angesichts dieser bundesrechtlichen Qualität dieser Regelung kann der Landesgesetzgeber daran auch nichts ändern. Dazu sagen Sie in Ihrem Gesetz nicht, wie Sie das Problem lösen wollen. Und bei detaillierter Betrachtung des SPD-Gesetzes und des linken Gesetzes sagt sogar die Anhörung selbst, dieses Gesetz ist schlicht unterfinanziert. Der HSGB schreibt in seiner Stellungnahme zu dem Gesetz von Ihnen, von den Sozialdemokraten, derzeit nicht ausreichend gegenfinanziert und auch nicht interessensgerecht ausgestaltet. Zitat Ende. Und die in der Anhörung anwesenden Bürgermeister waren wenigstens so ehrlich und haben das in ihren Stellungnahmen untermauert. Ehrlicherweise schreiben sie in ihren Stellungnahmen, dass sie jährliche Kompensationsmittel von Seiten des Landes in Höhe von 100 bis 150 Millionen € erwarten. Das ist die Wahrheit, und darauf gehen sie an keiner Stelle mit Änderungen in ihrem Gesetz ein. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Ich kann nachvollziehen, dass die Forderung nach Abschaffung gänzlich populär ist. Es ist ganz klar, wenn ein unbeteiligter Dritter für die Kosten von kommunaler Straßensanierung aufkommen soll. Es ist eine Binsenweisheit, dass man den Steuereuro nur einmal ausgeben kann. Es sind schlicht Steuergelder, und am Ende zahlt es der Bürger doch. Letzter Satz. Wir lehnen den Gesetzentwurf ab, auch gerne in namentlicher Abstimmung, weil wir überzeugt sind, dass wir in Hessen jetzt schon eine gesetzliche Lösung haben, die den Zuständigen vor Ort in vielfältiger Weise Wege der Finanzierung der Straßensanierung ermöglicht. Straßenausbaubeiträge können abgeschafft werden. 100 Kommunen haben das bereits getan. Weitere werden folgen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Alexander Bauer. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Abg. Gaw. Verehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die AfD-Fraktion war von Anfang an für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge. Wir haben auch sehr frühzeitig signalisiert, dass wir den aus unserer Sicht aussichtsreichsten Gesetzentwurf unabhängig von unserem eigenen Entwurf unterstützen werden, da dies zugunsten unserer Bürger ist.
Es wäre interessant zu sehen, ob Sie im Interesse der Sache und der Bürger unserem Gesetzentwurf auch zustimmen würden. Bei der Erhebung von Straßenbaubeiträgen geht es um hohe Belastungen einzelner Eigentümer. Und somit ist es richtig, diese Belastungen abzuschaffen. Genau das werden wir heute hoffentlich auch schaffen. Damit wäre der Gerechtigkeit dann auch Genüge getan. Und die Oppositionsparteien, die sich dafür eingesetzt haben, könnten ebenso zufrieden sein wie unsere Bürger in Hessen. Denn die aktuelle Zweiklassengesellschaft, die im Konkurrenzkampf der Kommunen in diesem Bereich jetzt schon sichtbar ist, ist ungerecht und unsozial. Die Grundstückseigentümer haben zudem die Straße an ihrem Eigenheim schon einmal mit den Erschließungskosten finanziert. Die Erhebung von Straßenbaubeiträgen gefährdet die Altersversorgung, das Vermögen unserer Bürger. Der Bund der Steuerzahler empfiehlt auch die Abschaffung der Erhebung der Straßenbaubeiträge, da sie eine zu hohe Belastung Einzelner darstellt, sowie Aufwand und Ertrag in einem schlechten Verhältnis stehen. Die Erhebung der Straßenbaubeiträge ist zudem dazu geeignet, dass es die Bürger vornehmlich in reiche Kommunen zieht, die keine Straßenbaubeiträge erheben und die finanzschwachen Städte und Gemeinden weiter darunter leiden werden. Die Anhörung hat gezeigt, dass eine große Mehrheit der Angehörten sich für die Abschaffung der Straßenbaubeiträge ausgesprochen hat. Viele andere Bundesländer haben die Straßenbaubeiträge abgeschafft. Hier sollten wir dem guten Beispiel der anderen Bundesländer folgen und Gerechtigkeit zwischen den Kommunen schaffen und alle Eigentümer entlasten. Eine Abschaffung der Straßenbaubeiträge ist deshalb die logische Konsequenz und somit auch die Forderung der AfD. Wir werden natürlich unsere Initiative bevorzugen. Wenn wir natürlich unsere Initiative bevorzugen würden, so werden wir den Gesetzentwurf der SPD im Sinne unserer Bürger selbstverständlich unterstützen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Gar. Für die Fraktion der Freien Demokraten spricht der Abgeordnete Müller. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben vor 3 Wochen ungefähr zur gleichen Zeit dieses Thema hier schon einmal diskutiert. Und schon da habe ich deutlich gemacht, dass wir eine differenzierte Position einnehmen, aber unsere Position insofern verändert haben, dass wir jetzt auch für eine finanzielle Ausstattung der Kommunen in der Form plädieren, dass diese auch in der Lage sind, die Straßenbeiträge abzuschaffen. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Ich verstehe in jeder Hinsicht die Zielsetzung auch der Bürgerinitiativen und den Gedanken, dass mit einer Beschlussfassung der Gesetze es gar nicht mehr möglich wäre, Straßenbeiträge zu erheben. Aber wir haben an vielen Stellen diese Grundsatzfrage. Und ich glaube, es ist nur richtig und konsequent, wenn man zu seinen Grundsätzen auch steht. Es wäre für uns kein Problem. Es würde uns nichts verlustig gehen, wenn wir den Gesetzentwürfen zustimmen würden, zumindest dem Gesetzentwurf der SPD, weil wir bei dem Gesetzentwurf der LINKEN das eine oder andere Bedenken haben, was die Finanzierung anbelangt. Aber ich glaube, es ist in der Politik auch nicht verkehrt, wenn man zu seinen grundsätzlichen Überzeugungen steht. Nichtsdestotrotz haben wir, glaube ich, einen Weg gefunden, wie wir den Städten und Gemeinden ermöglichen könnten, ohne dass man Grundsteuer B oder Gewerbesteuer dramatisch erhöhen müsste, ihre jeweiligen Straßenbeiträge vor Ort abzuschaffen. Und ich will an der Stelle meiner Verwunderung Ausdruck verleihen, dass es nicht auch bei CDU und Grünen ein gewisses Nachdenken gibt. Denn, na gut, ich bin nicht verwundert. Ich bin nicht wirklich verwundert. Aber wenn Sie einmal darüber nachdenken, dass Sie ja in den kommenden Jahren gar nicht darum, dass auch Sie in den kommenden Jahren nicht umhinkommen, über die Bedarfe, über die der KFA ja errechnet wird, den Kommunen auch für den Bereich Straßenbau mehr Geld zur Verfügung zu stellen, müssen Sie in Zukunft, weil Sie beim letzten Mal bei der Bedarfsberechnung noch keine Straßenbeiträge, waren die Straßenbeiträge noch zwingend zu erheben. Deswegen wurden Sie in die Bedarfsberechnung nicht eingezogen. Jetzt sind Sie es nicht mehr durch den Gesetzentwurf, der im letzten Jahr verabschiedet worden ist. Das heißt, künftig muss in KFA der Bedarf für die kommunalen Straßen berücksichtigt werden. Dann machen Sie das doch jetzt schon mit.
geben Sie sich einen Ruck, stimmen Sie unserem Antrag zu, und dann können wir vor Ort in den Kommunen dafür sorgen, dass die Straßenbeiträge abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Ja. Und es gibt doch auch gute Gründe vor Ort für die Abschaffung von Straßenbeiträgen. Es sind erhebliche Bürokratiekosten, die bei der Abrechnung der jeweiligen Maßnahme entstehen. Es sind erhebliche Ungerechtigkeiten. Ich habe es letztes Mal ausgeführt, dass teilweise Straßen mittendrin von der Kreisstraße zur Gemeindestraße wechseln, die einen noch bezahlen müssen und der Nachbar nicht mehr, obwohl sie durch die gleiche Straße fahren. Wir haben die erheblichen Belastungen in den Einzelfällen, die tatsächlich dramatisch sind. Wir haben das Beispiel, das haben alle von Ihnen bekommen, des Reifenhändlers in Battenberg, der irre Beträge bezahlen muss. Es werden teilweise dann Häuser verkauft, weil gerade im ländlichen Raum der Wert eines Grundstücks teilweise gar nicht so viel höher liegt als die Kosten, die jetzt für die Straßenbeiträge anfallen, meine Damen und Herren. Und dann müssen wir doch einen Weg suchen, wie wir da helfen, unterstützen können, zumindest aber eben die Kommunen in die Lage versetzen können, auch eine entsprechende Abschaffung zu beschließen. Und da das über die Bedarfe nicht abgedeckt ist, haben wir den Weg gesucht, über die laufenden Zuweisungen für straßenkommunaler Träger die mit entsprechenden Mittel bereitzustellen. Wir haben zudem in den vergangenen Jahren aufgrund von Hessenkasse, insbesondere den Schutzschirmkommunen, einen erheblichen Investitionsstau aufgebaut, weil viele einfach nicht in der Lage waren, ihre Investitionen zu tätigen. Das heißt, es wäre jetzt die Möglichkeit, mit einem solchen Programm den 60 Millionen Euro in den nächsten Jahren über den KFA verteilt, mit der konkreten Zuweisung für die straßenkommunaler Träger, auch diesen Investitionsstau zumindest zu beginnen abzubauen und die Kommunen in die Lage zu versetzen, dabei auf die Straßenbeiträge zu verzichten. Vielleicht geben Sie sich noch einen Ruck, vielleicht denken Sie auch noch einmal darüber nach und kommen noch einmal mit einer eigenen Initiative in kürzerer Zeit, weil die Zeit drängt. Die Kommunen fangen jetzt an, die Sanierungsmaßnahmen wieder auf den Weg zu bringen. Und sie brauchen jetzt die Hilfe und die Unterstützung, damit auch die Kommunen im ländlichen Raum in die Lage versetzt werden, Straßenbeiträge abzuschaffen. Weil dort ist die Not am größten, dort ist nämlich die finanzielle Ausstattung am schlechtesten. Meine Damen und Herren, ich will noch kurz erläutern, weil das Abstimmungsverhalten insgesamt relativ kompliziert ist. Wir werden, auch wenn es anders gewünscht wäre und uns dem einen oder anderen auch nicht leicht fällt, werden die Gesetzentwürfe ablehnen. Aber wir haben noch einen weiteren Punkt, und das ist die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss zu unserem Antrag. Da möchte ich erläutern, wenn wir der Beschlussempfehlung nachher nicht zustimmen, dann heißt das, dass wir unserem Antrag zustimmen. Weil der Antrag im Ausschuss abgelehnt wurde, ist die Beschlussempfehlung, den Antrag abzulehnen. Das will ich nur zur Erklärung, damit es nicht zur Verwunderung kommt, warum wir jetzt unseren eigenen Antrag ablehnen. Wir lehnen nicht den eigenen Antrag ab, wir lehnen die Beschlussempfehlung aus dem Ausschuss ab. Und da hoffen wir und freuen wir uns, wenn andere Fraktionen diesen Antrag unterstützen. Und vielleicht gibt es noch einen Ruck. Es wäre sicherlich hilfreich, weil dann vor Ort die Kommunen wirklich in der Lage wären, über die Abschaffung ihrer Beiträge auch positiv entscheiden zu können. Kein Bürgermeister vor Ort hat Lust auf Diskussionen und Debatten zur Erhebung von Straßenbeiträgen. Aber es ist eben auch finanziell für manche Kommunen nicht möglich, das zu machen. Da haben wir beim letzten Mal auch schon darüber diskutiert und auch Beispiele genannt. Und deswegen brauchen die Kommunen diese finanzielle Unterstützung, um diese Entscheidung auch treffen zu können, und zwar in der eigenen kommunalen Selbstverwaltungshoheit. Und dann wäre, glaube ich, der richtige Weg gefunden. Deswegen unterstützen Sie nachher unseren Antrag, indem Sie die Beschlussempfehlung ablehnen. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Müller. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Müller, ich kann Ihnen zurufen und kann Ihnen versichern, verraten und versichern, dass CDU und GRÜNE immer nachdenken. Das gilt übrigens auch für die Landesregierung. Nur bei dem Nachdenkensprozess sind wir zu dem Ergebnis gekommen, dass wir bei der Entscheidung des Hessischen Landtages vom 24. Mai 2018, nämlich bei dem beschlossenen Gesetz zum Thema Straßenausbaubeiträge, bleiben werden, meine Damen und Herren. Wir sind der Überzeugung, dass durch diese Neuregelung der Erhebung der Straßenbeiträge vom Jahr 2018 eine geeignete Regelung gefunden wurde, die die Interessen der Gemeinden zur Stärkung der Selbstbestimmung, die Finanzierung der Straßensanierung und die Interessen der Beitragspflichtigen in einen ordentlichen und geordneten Ausgleich bringt.
Meine Damen und Herren, mittlerweile haben seitdem weitere 69 Kommunen auf die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen verzichtet. Ein Viertel der Kommunen haben in eigener Selbstverantwortung entschieden, dass sie keine Straßenausbaubeiträge mehr erheben wollen. Es ist ihre Entscheidung. Es ist eine kommunale Entscheidung. Es geht um kommunale Straßen. Deswegen sollten wir diese Entscheidung auch bei den Kommunen belassen. Bei den Diskussionen, die wir in dieser Woche geführt haben, über die Fragen von kommunaler Finanzierung, Sie kennen meine Einstellung und Einschätzung dazu. Ich habe die Zahlen noch mehrfach vorgetragen. Kollege Schäfer hat dazu vorgetragen. Aber dass Sie nach diesen Debatten ernsthaft vorschlagen, dass wir im KFA den Kommunen erst einmal Geld wegnehmen, um es hinterher ihnen wiederzugeben, um Straßen zu finanzieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das, so habe ich Ihre Einlassung vorhin verstanden, ob das der Weisheit letzter Schluss ist, bin ich mir sehr sicher, dass das nicht so ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn der Kollege Schaus recht hat, dann war das die 9. Debatte zu diesem Thema. Es sind keine neuen Argumente hinzugekommen. Die hessische Landesregierung lehnt die hier vorgelegten Initiativen ab. Sie bleibt bei dem, was im Mai 2018 beschlossen wurde. Vielen Dank. Bitte, das Wort hat noch der Abgeordnete Rudolph. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Bauer, es gibt 423 Städte und Gemeinden in Hessen mit einer unterschiedlichen Finanzstruktur, mit unterschiedlichen Herausforderungen. Die von Ihnen zu Recht erwähnte Gemeinde Edermünde gut sozialdemokratisch regiert, gar keine Frage, hat 4 Ortsteile, relativ gute Infrastruktur mit wenig Kilometern, die zu sanieren sind. Auch wir stoßen jetzt an Grenzen. Und wenn Sie sagen, starke Heimat soll das auch noch leisten, da haben Sie ja 75% den Kommunen schon einmal genommen, sind zweckgebunden. Bleiben noch 25%, die reichen. Sie haben den Kommunen 75% genommen, indem Sie eine Zweckbindung machen und schreiben Ihnen das vor. Das mag grüner Zentralismus sein. Kommunale Selbstverwaltung sieht anders aus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen ist es gut, wenn Kommunen das frei entscheiden können, wenn sie denn die Wahlmöglichkeit hätten. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Es gibt genügend Kommunen, die haben die Wahlmöglichkeit nicht, und das ignorieren sie. Das ist das Erstaunliche. Das müsste eigentlich der Innen- und Kommunalminister besser wissen, weil sie kennen die Finanzsituation. Und das, was sie machen, ist die völlige Ignoranz von dem, was Bürgerinnen und Bürger bewegt. Hier sind wieder ein paar Vertreter von Bürgerinitiativen. Sie kriegen eine Menge Mails an mir. Was sagen Sie denn den Menschen? Ihr habt alle keine Ahnung. Seht mal zu, könnt ruhig 10.000 € bezahlen. Das ist das, was genau wir nicht brauchen, nicht auf Bürger zuhören und gehen. Und deswegen, ja, machen Sie mit Ihrer Ignoranz und Ignoranz weiter. Straßenausbaubeiträge werden irgendwann in Hessen abgeschafft. Deswegen namentliche Abstimmung hier und heute, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlichen Dank, Herr Kollege Rudolph. Nächster Redner ist der Kollege Müller. Ich möchte schon noch einmal, Herr Präsident, meine Damen und Herren, kurz reagieren auf den Innenminister. Es geht doch in der Tat nicht darum, dass Mittel den Kommunen weggenommen und dann wiedergegeben werden sollen. Das ist tatsächlich die Masche, die die CDU-Grüne-Koalition seit Jahren fährt. Den Kommunen wegnehmen und dann wieder zurückgeben. Es geht darum, dass den Kommunen das Geld, das ihnen zusteht, z.B. aus dem Starke Heimatgesetz zur Verfügung gestellt wird. Und das wäre z.B. eine Gelegenheit, ein Topf, aus dem man das sogar nehmen könnte. Das würde wirklich auch den Kommunen dann zur Verfügung gestellt werden. Und das ist der Punkt. Wir brauchen zusätzliche Mittel in den Kommunen, damit sie in die Lage versetzt werden, Straßenbeiträge abzuschaffen. Das ist die Grundvoraussetzung dafür. Und an dem Geld, das ist für uns der entscheidende Punkt, hängt es. Und deswegen brauchen wir diese zusätzlichen Mittel. Und diese stünden, und das ist ja das Perfide, den Kommunen eigentlich zu, weil die Bedarfe eigentlich anders aussehen müssten, als sie im Moment aussehen. Aber das ist ihnen egal, und sie kompensieren dieses Defizit nicht und wollen auch keine Übergangslösung schaffen. Und das ist das, was wir kritisieren. Und ich glaube, da vertun Sie sich etwas, weil Sie dem nicht zustimmen. Das ist schade. Aber ich hoffe, Sie haben noch ein paar Sekunden Zeit, dass Sie darüber nachdenken. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Müller. Jetzt sind wir, Herr Kollege Kaufmann, Sie haben noch eine Wortmeldung. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren!
Wir sind sozusagen in den letzten Zügen dieser Beratung und sollten die Zahl der völlig wirren Äußerungen versuchen zu verkleinern. Also zum Ersten, verehrter Kollege Rudolph, wenn man Ihrer Diktion folgt, irren Sie, es sind dann allerhöchstens 50%, weil 200 Millionen € bleiben im kommunalen Finanzausgleich Schlüsselmasse bzw. bei den Kommunen, wo sie herkamen. Nur damit es mal klar ist, das ist immerhin ein gewaltiger Unterschied zu dem, was Sie behauptet haben, nur zur Klarstellung. Und das Zweite ist auch gewandt an diejenigen, die hier zuhören. Ich habe immer ein bisschen die Sorge, wir streiten hier immer gerne in diesem Landtag über die Frage der Finanzierung der hessischen Städte und Gemeinden. Es ist klassisch so, dass die jeweilige Opposition sagt, gebt alles Geld denen, und die jeweilige Regierung sagt, wir haben eine Gesamtverantwortung, und wir müssen sehen, dass alle das kriegen, was sie brauchen, was wir nämlich gemeinsam nicht vergessen sollten. Nicht einer oder der andere besitzt das Geld, sondern es sind sämtlich Steuermittel von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die wir zu verteilen haben, und jeder Freude. Jede Freude, die jemand empfindet, wenn er sozusagen von einer Last, einer finanziellen Last befreit wird, wenn sie von der öffentlichen Hand kommt, sollte ihm zumindest deutlich machen, irgendwie bezahlst du es doch, weil aus den Politikertaschen kommt das Geld nicht. Es kommt von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern im ganzen Land, also auch von denen, die dann glauben, was davon zu haben. Ein weiterer Punkt ist noch zu erwähnen. Es ist bei den Diskussionen über diese Gesetzentwürfe ja immer wieder deutlich geworden, da werden Beträge genannt, 60 Millionen € Ausgleich oder andere fordern 100 Millionen €. Verehrte Kolleginnen und Kollegen der Opposition, mit dem Modell der starken Heimat, und deswegen kam ich vorhin drauf, verehrter Kollege Rudolph, wo genau ein Anteil von einem Viertel der Gesamtsumme, die in der Diskussion steht, nämlich 100 Millionen €, die wir in die Schlüsselzuweisung des kommunalen Finanzausgleichs geben, damit haben die Kommunen, und zwar in der gleichen Höhe, wie die kommunalen Spitzenverbände es für die Straßenbeiträge fordern, zusätzliche Mittel. Die 60 Millionen, die Sie fordern, sind allemal mit abgedeckt. Von daher der Satz, eine Kommune muss es sich leisten können, ist spätestens, wenn wir im Oktober das starke Heimatgesetz hier verabschiedet haben, ist dann Geschichte. Dann kann sich mit den zusätzlichen Mitteln es jede Kommune leisten. Und sie sollte es auch in eigener Verantwortung entscheiden. Die Beispiele sind genannt, die muss ich nicht wiederholen. Herzlichen Dank, Herr Kollege Kaufmann. Wenn es jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr gibt, dann sind wir nunmehr am Ende der Aussprache angelangt. Und ich komme nun zum Abstimmungsverfahren. Ich beginne mit dem Dringlichen Antrag der Fraktion der Freien Demokraten. Und hier stimmen wir über die Beschlussempfehlung ab. Das ist die Drucksache Nummer 20-1211 zu 20-1144. Wer der Beschlussempfehlung zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Der Beschlussempfehlung. Wer stimmt der Beschlussempfehlung zu? Der Beschlussempfehlung, genau. Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer stimmt dagegen, gegen die Beschlussempfehlung? Das ist die Fraktion DIE LINKE, die Fraktion der SPD, die Fraktion der AfD und die Fraktion der FDP. So, damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Zweitens kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Dringlichen Gesetzentwurf der Fraktion DIE LINKE. Hier stimmen wir über den Gesetzentwurf ab. Das ist 20-1210 zu 20-1070 zu 20-105. Ich frage, wer für die Annahme des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion DIE LINKE ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen DIE LINKE und Fraktion der SPD. Wer gegen die Annahme ist, den bitte ich um das Handzeichen. Oder wer dem Gesetzentwurf nicht zustimmt. Das sind die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, die Fraktion der CDU und die Fraktion der Freien Demokraten. Wer enthält sich der Stimme? Das ist die Fraktion der AfD. Damit ist der Dringliche Gesetzentwurf abgelehnt. Ich komme damit
zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD 20-1209 zu 20-1069 zu 20-64. Hier ist namentliche Abstimmung beantragt worden. Ich habe die herzliche Bitte an Sie, dass Sie sich klar und deutlich äußern, ob Sie Ja, Nein oder Enthaltung votieren wollen. Bitte. So, dann gibt es noch diejenigen, die pären. Das ist aber ja bekannt. So, ich darf die Schriftführer nun bitten, mit dem Aufruf der Namen zu beginnen. Und wie gesagt, ich bitte Sie sehr herzlich, sehr deutlich, dass wir es hier vorne hören. Es ist ein großer Plenarsaal geworden, deswegen geht es leider nicht anders. Bitte schön, wer von Ihnen beiden beginnt? Herr Utter beginnt, bitte. Ulrike Alex. Ja. Tarik Al-Wazir. Katrin Anders. Ach, Entschuldigung. Katrin Anders. Lena Arnold. Nein. Sabine Bächle-Scholz. Nein. Dirk Bamberger. Nein. Jürgen Banzer. Nein. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Nein. Elke Barth. Ja. Alexander Bauer. Nein. Frank Thilo Becher. Ja. Holger Bellino. Peter Beuth, Markus Bocklet, Michael Boddenberg, Christiane Böhm, Karl-Hermann Bolldorf, Volker Bouffier, Silvia Brünel, Dr. Matthias Büger, Thailand Boku, Ines Klaus, Miriam Dahlke, Wolfgang Decker, Christoph Degen, Frank Diefenbach, Angela Dorn, Tobias Eckert, Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann fehlt entschuldigt, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, Klaus Gagel, ja. Dirk Kaaf, ja. Kerstin Geis, ja. Nadine Gersberg, ja. Lisa Gnadl, ja. Eva Goldbach, ja. Dr. Frank Grobe, ja. Vanessa Kronemann, ja. Stefan Krüger. Gernot Krumbach, Dr. H.C. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Heike Hoffmann, Weiterstadt, Markus Hoffmann, nein. Andreas Hofmeister, nein. Hartmut Honka, nein. Knut John, ja. Jan Kaffenberger, ja. Rolf Kahnt, ja. Norbert Kartmann, nein. Heiko Kassigert, nein. Frank-Peter Kaufmann, nein. Kaya Kinkel, Kai Klose, nein. Wiebke Knell, nein. Elisabeth Kula, ja. Gerald Kummer, ja. Robert Lambrou, ja.
Jürgen Lenders, Thorsten Levringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller. Michael Müller. Karin Müller. Regine Müller. Stefan Müller. Petra Müller-Klepper. Dr. Stefan Naas. Claudia Papst-Dippel. Manfred Penz. Moritz Bromny. Janke Pürsün. Lucia Pürtrich. Dr. Dr. Rainer Rahn. Entschuldigung. Claudia Ravensburg. Nein. Michael Reul. Nein. Boris Rhein. Nein. Volker Richter. Ja. René Rock. Nein. Günther Rudolph. Ja. Michael Ruhl. Nein. Max Schad. Nein. Dr. Thomas Schäfer. Jan Schalauske, Marion Schardtsauer, Lukas Schauder, Hermann Schaus, Gerhard Schenk, Heidemarie Scheuch-Paschkewitz, Katrin Schleenbecker, Mirjam Schmidt, Heiko Scholz, Dimitri Schulz, Armin Schwarz, Uwe Serke, Dr. Daniela Sommer, Sadet Sönmez, Frank Steinrath, Oliver Stierböck, Manuela Strube, Ismail Tippi, Oliver Ulot, Tobias Utter, Joachim Fallmann, nein. Bernd Erich Vohl, ja. Matthias Wagner, nein. Astrid Wallmann ist entschuldigt, Alexandra Walter, Kati Walter, Thorsten Warnecke, ja. Sabine Waschke, ja. Marius Weiß, ja. Dr. Ulrich Wilken, Axel Wintermeyer, Walter Wissenbach, Janine Wissler. Ja. Und Turgut Yüksel. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich stelle die Frage, ob im Saal jemand ist, der seine Stimme nicht abgegeben hat oder nicht abgeben konnte. Hat jeder abstimmen können? Das ist der Fall. Dann ist die Abstimmung geschlossen. Ich bitte jetzt die Schriftführer auszuzählen, und dann werden wir gleich das Ergebnis haben. Das dauert nicht lange. Sie machen das sehr schnell, routiniert und schnell und vor allem sicher. Mal schauen, wer von beiden schneller ist. Geschätzt wird nur in Frankfurt. Wir zählen. Das unterscheidet uns. Wo ist der Kaffee? Aber wenn Frankfurter schätzen, ist das ungefähr genauso wie gerechnet. Also deswegen. Ich will jetzt keine Bemerkung zu Offenbarern machen. Könnte mir falsch ausgelegt werden.
ich auch. So, wir haben ein Ergebnis. Mit Ja haben 53 Kollegen gestimmt, mit Nein 76. Und damit ist der Gesetzentwurf abgelehnt. So, jetzt kommen wir zur Bereinigung unserer Tagesordnung. Wir überweisen den Tagesordnungspunkt 50 zur abschließenden Beratung in den WVA. Das Gleiche machen wir mit dem Tagesordnungspunkt 53, abschließende Beratung in den WVA. Alles Weitere schieben wir, wenn ich. Herr Schaus, bitte. Ja, ich bitte um Entschuldigung, Herr Präsident, ich kleckere ein bisschen nach. In Top 22 unseren Antrag bitten wir abschließend in den INA zu überweisen. Alles klar. Top 22, der Antrag Die Linke, unabhängige Flüchtlingsberatung, soll zur abschließenden Beratung in den INA überwiesen werden. So machen wir das. Alles Weitere schieben wir ansonsten ins nächste Plenum. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, wünsche Ihnen einen angenehmen Restabend. Ich freue mich, wenn wir uns bald auf die ein oder andere, bei der ein oder anderen Gelegenheit wiedersehen. Alles Gute, bis bald. Ich schließe die Sitzung.